Willkommen zu diesem Video über das Madagaskar-Nachtpfauenauge Antarina suraca. Das Coole an diesen Motten ist, dass sie ihre hinteren Flügelteile separat bewegen können. Darauf sind diese ziemlich markanten Augen, daher auch der Name Nachtpfauenauge bzw. auf Englisch Bullseye Moth. Die sind, wie man sehen kann, pink umrandet, was ich ziemlich cool finde. Und sie bewegen sie rhythmisch, um Feinde abzuwehren. Antarina suraca gehört zu den Saturnidae. Das ist die Gruppe der Faunspinner. Diese Motten haben keine Mundwerkzeuge, das heißt, sie können keine Nahrung mehr zu sich nehmen, wenn sie Falter sind. Das hat den Vorteil, dass man die Falter nicht füttern muss. Man muss sich nur um die Raupen eigentlich kümmern. Allerdings auch den Nachteil, dass die Falter schon nach ungefähr einer Woche versterben. Diese Art ist total einfach bei Zimmertemperatur zu halten, aber sie vertragen auch wärmere Temperaturen, denn sie stammen ja aus Madagaskar. Sie benötigen also als Raupe auch ein bisschen Feuchtigkeit, aber sie mögen auch keine zu große Nässe. Von daher ist es wichtig, sie auch ausreichend zu belüften. Als Futterpflanze für die Raupen eignen sich super Kirschlorbeer oder Liguster, was prima ist, weil es diese Pflanzen ja auch im Winter gibt und sie super verbreitete Heckenpflanzen sind. Das heißt, man hat eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie auch in der eigenen Umgebung irgendwo wachsen und man da was abrupfen kann. Außerdem eignen sich im Sommer auch Kirsche, Weide und ich glaube noch ein paar andere Sorten. Und ich möchte euch jetzt im Folgenden mal kurz erklären, wie ich diese Art vom Ei bis zum Falter großziehe. Ich habe natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich bin keine Entomologin und auch keine professionelle Züchterin, aber wie ich schon mal gesagt habe, begeisterte Hobbyhalterin und ich zeige euch einfach, wie es bei mir geklappt hat. Es sind auch andere Setups möglich, aber ja, wenn ihr diese Art auch bei euch zu Hause halten möchtet, dann könnt ihr das hier als Tutorial benutzen. Und ganz am Ende werde ich die Art noch raten, einfach nur, weil ich Lust dazu habe. Der Lebenszyklus beginnt mit einem ziemlich kleinen Ei, ungefähr 1 Millimeter groß. Beziehungsweise, was war zuerst da, die Motte oder das Ei? Keine Ahnung. Es ist ein Lebenszyklus, also ein Kreis ohne Anfang und Ende. Aber wir fangen hier mal mit dem Ei an. Das Weibchen legt die Eier eigentlich irgendwo hin. Meiner Meinung nach eher ein bisschen auf festere Untergründe. Im Netzkäfig zum Beispiel gerne an die Plastikseite. Und da sammelt man sie dann einfach ganz vorsichtig ab. Und tut sie zum Beispiel in eine Petrischale. Ich nehme immer sehr gerne Petrischalen für Eier, denn sie haben den Vorteil, dass sie nicht komplett schließen, wenn man den Deckel drauf tut. Das heißt, es kommt immer noch ein bisschen Durchlüftung hinzu. Und das ist gut, wenn man die Eier einnebelt mit Wasser, dann kann das auch wieder verdunsten. Es bildet sich keine Staunässe und auch nicht so leicht Schimmel. Von daher würde ich immer Petrischalen empfehlen. Nach etwa 10 bis 15 Tagen schlüpfen dann die kleinen Raupen aus den Eiern und sind nur ein paar Millimeter groß. Sie haben gelbe Noppen oder Stacheln auf schwarzem Grund, also ihre Grundfarbe ist schwarz, und sie haben auch noch ein paar Haare an sich. Manche bleiben ein bisschen an den Eierschalen hängen, durch die sie sich vorher durchgenibbelt haben, das macht aber nichts. Auf jeden Fall sollte man die meisten Saturnidae-Arten etwa 24 Stunden noch in der Petrischale mit den Eiern in Ruhe lassen, da viele Arten die Eierschale anfressen und dadurch ihren ersten Energieschub bekommen. Hier kann man ganz gut sehen, wie winzig die Raupen am Anfang sind. Haben die Raupen die Chance bekommen, ihre Eierschale auf- bzw. anzufressen, dann ist es Zeit, sie jetzt umzusetzen. Ich nehme ganz gerne als zweites Gefäß wieder eine Petrischale, einfach weil die sich gut reinigen lässt und weil ich die Raupen jeden Tag einfach in eine neue Petrischale umsetzen kann mit frischen Blättern, sodass die Schimmelbildung nicht so leicht entstehen kann. Ich nehme die Raupen dann vorsichtig mit einem Pinsel auf, denn das ist die schonendste Methode. Man kann auch ein Blatt nehmen, aber die Finger sind meistens zu grob dafür. Und was wirklich wichtig ist, man sollte kein Futter in die Schale mit den Eiern tun. Denn wenn die Pflanzen angeknabbert werden, dann senden sie manchmal giftige Stoffe aus, die die noch nicht geschlüpften Eier abtöten können. Das wusste ich am Anfang auch nicht und habe es definitiv falsch gemacht, aber inzwischen weiß ich Bescheid und ihr jetzt auch. Und deswegen kommen die geschlüpften Raupen in eine neue Schale und die Eier lasse ich weiterhin in Ruhe, denn es werden ja wahrscheinlich noch weitere Raupen daraus schlüpfen, die ich dann wieder umsetze.
sitzen die Raupen glücklich in ihrer neuen Schale, auf ihrem neuen Futter. Ich habe hier Kirschlorbeer genommen, aber es gehen natürlich auch alle anderen Futterpflanzen. Dann muss man sie eigentlich nur noch leicht mit Wasser benetzen. Wichtig ist, dass sich keine großen Tropfen bilden, denn darin können Raupen immer leicht ertrinken. Deswegen würde ich auch hier wieder empfehlen, mit der Sprühflasche in die Luft zu sprühen und dann die Petrischale durch den Nebel zu ziehen, sodass nur ein hauchfeiner Nebel in der Schale landet. Und diese Feuchtigkeit ist in den ersten Tagen für die Raupen ziemlich wichtig, deswegen sollte man das nicht vergessen. Ab jetzt brauchen die Raupen jeden Tag frisches Futter und sollten auch jeden Tag gereinigt werden. Das heißt, man sollte die kleinen Kotkügelchen aus der Schale entfernen. Ich nehme dafür einfach jeden Tag eine frische Petrischale und transferiere die Raupen rüber. Dafür sollte man die Raupen nicht mit Zwang von den Blättern, an denen sie sitzen, abmachen, sondern einfach die Teile der Blätter rübernehmen in die neue Schale auf das neue Futter. Die Raupen finden dann schon ihren Weg. Und bei mir kommt dann die dreckige Petrischale einfach in die Wäsche. Außerdem sollte man die Raupen so ein- bis zweimal am Tag mit frischem Sprühnebel versorgen, aber aufpassen, dass das Ganze nicht zu feucht wird, denn das kann den Raupen auch schaden. Nach ungefähr 5 Tagen häuten sich die Raupen zum ersten Mal und gehen so in Larvenstadium 2 über. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass hier dieses kleine schwarze Ding, was am Blatt klebt, die abgeworfene Haut ist. Wenn man die Raupen schon von L1 an, also nach dem Schlupf, in einer etwas größeren Box gehalten hat als ich, also zum Beispiel in einer Heimchenbox oder einer anderen Plastikbox oder einem Glas, dann kann man sie im Larvenstadium 2 auch einfach darin weiterpflegen wie vorher. Da ich die aber ja erstmal in Petrischalen weitergehalten habe, ist das für mich jetzt der Anlass, sie in eine etwas größere Plastikschale umzusetzen, allerdings immer noch mit komplett geschlossenem Deckel. Hier könnt ihr sehen, dass ich die Raupen ab L2 in dieser etwas größeren Plastikbox gehalten habe, einfach deshalb, weil ich so viele hatte. Ich nehme dann als Untergrund gerne Küchenpapier, das saugt ein bisschen die überschüssige Feuchtigkeit auf. Außerdem landet der Kot darauf und man kann dann alle 1 bis 2 Tage den Untergrund entfernen, zusammen mit den Kotkügelchen. Und so kann man das Ganze einfach sehr leicht reinigen. Man kann den Raupen jetzt ganze Zweige anbieten, also sie schaffen es schon an den kompletten Blättern zu fressen. Das habe ich ja bei L1 noch nicht gemacht. Ich glaube, die würden das auch schaffen, aber ich mache ihnen da immer die Blätter ein bisschen klein. Jetzt haben sie also ganze Zweige und ich stecke die gerne in solche kleinen Plastikröhrchen. Die sind, glaube ich, dafür da, wenn man einzelne Blumen verschenken möchte. Die bekommt man ganz günstig irgendwo online zum Beispiel. Und ich mache da mal ein bisschen Wasser rein und stecke die Pflanzen da rein, sodass die dann einfach ein paar Tage halten und ich sie nicht ständig auswechseln muss. So wechsle ich dann die Blätter ungefähr alle 3-4 Tage und den Untergrund alle 1 bis 2 Tage aus. Und wie man sehen kann, sind die Raupen jetzt schon ordentlich gewachsen. Sie sind jetzt teilweise nicht mehr nur L2, sondern manche sind auch schon L3, glaube ich. Die beiden Stufen sehen ungefähr gleich aus, nur in der Größe unterscheiden sie sich. Wenn die Raupen, so wie meine jetzt hier, ins Larvenstadium 3 eintreten, was ungefähr nach wiederum 5 Tagen der Fall ist, dann sollte man darauf achten, dass sie einer besseren Belüftung ausgesetzt sind. Und deswegen werde ich meine L3-Raupen jetzt auch mal umsetzen. Ich hatte zwar relativ viel Luft in diesem sehr großen Behältnis, aber trotzdem, ich glaube, der Luftaustausch ist für die einfach relativ wichtig und die Nässe sollte sich nicht zu sehr stauen. Deshalb nehme ich jetzt so eine Box mit einem Deckel, in den ich ein bisschen Insektennetz eingebaut habe. Weil die Raupen von Anterina soraca ein bisschen dazu neigen abzuhauen, also aus dem Behältnis herauszukrabbeln, habe ich sie in L2 immer noch mit einem komplett geschlossenen Deckel gehalten. Aber jetzt ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass ich hier mit Netz arbeite. Und jetzt passen sie immerhin hier auch nicht mehr durch. An der Haltung ändert sich aber sonst nicht wirklich viel, nur dass man vielleicht ein bisschen weniger Feuchtigkeit braucht. Die normale Raumfeuchtigkeit, die man so in seiner Wohnung hat, ich glaube zwischen 40% und 60%, ist im Grunde ausreichend. Ich sprühe so einmal am Tag meistens noch ein bisschen Wassernebel drüber. Und weil ich so viele Raupen habe, habe ich sie dann auf mehrere Boxen verteilt, denn man sollte nicht so viele Raupen auf engem Raum halten. Also in so eine von diesen kleinen Boxen, die ich hier habe mit Netzdeckel, tue ich ungefähr 10 bis 20 Stück pro Box rein. Ab L4 sind die Raupen wieder ein Stück größer und vor allen Dingen haben sie zum ersten Mal ihre Farbe deutlicher verändert. Die meisten Raupen haben jetzt eine Variation von Schwarz mit Gelb, wobei hier auch schon sehr viel Variation zwischen den Individuen vorkommt. Das heißt, die Färbung, die genauen Punkte oder Verteilung der Farben
variiert sehr von Tier zu Tier. Und das, was sie so verdrücken, nimmt auch deutlich zu. Deswegen füttere ich sie meistens ab L3 oder 4 auch mit Kirschlorbeer, denn die Blätter sind einfach größer und halten sich besser als diese vielen kleinen Ligusterblätter. Aber das kommt natürlich immer so drauf an, was man in seiner Gegend in großen Mengen pflücken kann. Ich würde auch empfehlen, die Raupen noch einmal in ein größeres Gefäß umzutopfen in diesem Stadium, denn sie brauchen jetzt mehr Platz pro Raupe. Und außerdem kann man die Blätter oder Zweige so sehr gut in Vasen stellen. Das hat einmal den Vorteil, dass alles sehr frisch bleibt, aber auch, dass die Raupen von ihrem eigenen Kot weiter entfernt sind, weil die Blätter eben weiter vom Untergrund entfernt sind und die Raupen so weniger mit ihrem eigenen Kot in Berührung kommen, was für die Gesundheit auf jeden Fall gut ist. Nicht lang und einige Raupen erreichen auch schon Larvenstadium 5. Es macht auch gar nichts, wenn manche sich schneller entwickeln als andere, das ist ganz normal. Es gibt auch immer welche, die ein bisschen schwächere Individuen sind. Vielleicht geht euch auch mal eine Raupe ein, aber das ist kein Drama. Ich denke, das gehört zur normalen Auslese dazu. Wenn die Raupen L5 erreichen, dann sind sie auf jeden Fall noch ein Ticken größer und vor allen Dingen entwickeln sie diese pinken Noppen, die sehr charakteristisch sind. Und auch in diesem Stadium gibt es eine sehr große Varianz. Das heißt, man kann hier sehen, ich habe Individuen, die sind fast komplett schwarz, andere sind fast komplett quietschgrün, manche noch mit gelb. Ich finde das immer sehr schön anzuschauen. Und irgendwie erinnern sie mich ein bisschen an diese komischen Glühbirnen, die man in den 90ern hatte, mit diesen pinken Noppen dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Es sind allgemein sehr aktive, lauffreudige Raupen. Deswegen verschließt eure Behältnisse auf jeden Fall gut. Und wahrscheinlich werdet ihr merken, dass die Raupen jetzt noch viel mehr wegfressen und ihr vermutlich sogar jeden Tag neues Futter beschaffen müsst, es sei denn, ihr pflückt sehr, sehr viel auf einmal, denn der Appetit wird in den Endphasen immer sehr groß. Wenn die Raupen sich zu Ende satt gefressen haben, dann verändern sie am letzten Tag ihre Farbe auf sehr interessante Weise und werden quasi, wie man hier sehen kann, ein bisschen gestreift mit dunkleren Grüntönen. Man weiß also sehr genau, wann eine Raupe so weit ist, sich zu verpuppen. Und sie fressen in diesem Zustand meistens nicht mehr, sondern wandern noch ein bisschen umher und suchen nach dem richtigen Platz, um sich zu verpuppen. Meistens fangen sie dann an der Papierunterlage oder an irgendwelchen Stängeln an, ihren Kokon zu spinnen, der relativ grobmaschig ist, aber auch eine Doppelstruktur aufweisen kann. Und am Anfang sieht er noch relativ durchscheinend aus, wie man hier sehen kann. Man kann dann die Raupe darin noch beobachten, wie sie sich hin und her bewegt und ihren Kokon zu Ende spinnt. Ich finde, das sieht immer sehr cool aus. Mit der Zeit verfärbt sich der Kokon dann dunkler und man sollte den Kokon auch noch eine Weile in der Box behalten, also einfach in Ruhe lassen, am besten gar nicht bewegen, damit sich die Präpuppe und auch die Puppe darin in Ruhe formen kann und man den ganzen Prozess nicht unterbricht. Ich denke, nach einer Woche ungefähr bildet sich dann bei dieser Art auch schon die Puppe, ganz genau weiß ich das nicht, aber ich schätze mal relativ schnell. Dabei wirft die Raupe, die vorher etwas zusammengestraucht wurde als Präpuppe, dann ihre Haut noch einmal ab und darunter kommt die Puppe zum Vorschein, die ungefähr so aussieht. Aber meistens sieht man davon nichts, weil die Raupen sich ja im Kokon befinden. Außer eine störrische Raupe fängt einmal an, sich ohne Kokon zu verpuppen. Das kann passieren, ist kein Drama. Dann legt man die Puppe einfach zu den Kokons dazu, behandelt sie genauso, das klappt eigentlich auch immer sehr gut. Die Kokons kann man zum Beispiel in einen Netzkäfig legen, auf ein Handtuch oder in eine andere Plastikkiste auf ein Handtuch. Wichtig ist, dass es immer eine Möglichkeit gibt, für die späteren Falter direkt nach dem Schlupf nach oben zu klettern, um die Flügel auszuhängen. Das ist sehr wichtig, damit die Flügel nicht verkrüppeln. Also ein Grundbedürfnis der Tiere. Wenn man sie also in einer Kiste hält, dann sollte das Handtuch an der Seite hochhängen, sodass die Tiere sehr leicht nach oben klettern können. Und dann sollte man bei dieser Art darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit um die Kokons herum nicht zu niedrig ist. Ich würde euch daher empfehlen, die Kokons so zweimal am Tag mit der Sprühdose einzunebeln. In der Plastikkiste kann das auch etwas weniger sein, aber die Luftfeuchtigkeit sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Wenn die Falter dann schlüpfen, krabbeln sie mit noch ganz eingeklappten Flügeln aus ihrem Kokon heraus und werden erstmal versuchen, irgendwo nach oben zu krabbeln, um dann ihre Flügel aufpumpen zu können. Dafür pumpen sie quasi die Flüssigkeit, die in ihrem Körper noch gespeichert ist, in ihre Flügel und breiten diese dadurch aus. Und dann müssen die Flügel noch einen Moment lang aushärten, indem sie einfach runterhängen. Und dann ist der Falter fertig. Ich finde, diese Art ist eigentlich im Grunde eher ruhig.
Bei höheren Temperaturen können sie ein bisschen hyperaktiv werden, vor allem die Männchen, denn die Männchen suchen nach den Weibchen, indem sie die Pheromone wahrnehmen und dann umherfliegen. Und daher habe ich es leider manchmal, dass die Männchen ihre Flügel ein bisschen zerstören. Das kommt leider bei allen möglichen Faltern, die man so halten kann, vor. Schadet den Tieren aber im Grunde nicht. Sie können dann manchmal einfach nicht mehr fliegen und sehen einfach nicht mehr so schön aus. Aber das gehört eigentlich zum normalen Leben dazu. Am besten hält man die Falter einfach in so einem Netzkäfig. Den kann man eigentlich überall online kaufen. Hier kann man nochmal den Unterschied zwischen Männchen und Weibchen sehr gut erkennen. Die Weibchen sind etwas bräunlicher, die Männchen etwas orangener. Und die Flügelform unterscheidet sich auch leicht. Die Flügel der Weibchen sind ein bisschen breiter und die der Männchen ja ein bisschen länglicher, so würde ich es beschreiben. Und man kann an den Fühlern der Tiere das meistens nicht so ganz gut erkennen wie bei anderen Arten, aber im Grunde sind bei allen Saturnidae-Arten die Fühler der Männchen etwas breiter als bei den Weibchen und die Unterleiber der Weibchen größer als bei den Männchen. Die Paarung ist bei dieser Art sehr leicht zu erreichen. Meiner Erfahrung nach braucht man nichts Besonderes tun. Man kann ruhig alle Falter zusammen in einen Netzkäfig setzen und sie finden dann schon ihre Partner. Wenn man doch mal Probleme dabei haben sollte, dann würde ich empfehlen, nur ein Weibchen in einen Käfig zu setzen in einem Raum und dann ein bis drei Männchen dazu, sodass sie nicht verwirrt werden können durch Pheromone von verschiedenen Weibchen. Aber normalerweise klappt das auch von ganz alleine in größeren Gruppen. Leider leben die erwachsenen Falter nur noch ein paar Tage bis eine Woche, denn sie haben gar keine Mundwerkzeuge mehr und können auch keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Sie zehren quasi nur noch von der Energie, die sie als Raupe zu sich genommen haben. Und ihr einziges Ziel ist die Paarung und Eiablage. Und wenn sie das geschafft haben, dann beginnt der ganze Lebenszyklus wieder von vorne. Jetzt zum Rating von Anterina suraca als Haustier. Juhu. Punkt 1, Verfügbarkeit. Ich finde, diese Motten sind recht gut bei uns verfügbar. Also zumindest in Deutschland, jetzt sitzt sie auf meinem Mikro. Oh mein Gott. Es gibt sie doch relativ oft bei Hobbyhaltern. Das heißt, sie werden in Gefangenschaft vermehrt, sie müssen nicht aus der Natur dafür entnommen werden, weil es einfach recht große Bestände in Gefangenschaft gibt. Man bekommt sie eigentlich recht häufig von anderen Hobbyhaltern, auch von manchen Versandhändlern, glaube ich. Und sie werden auch relativ oft in Schmetterlingshäusern gehalten. Ich finde, zur Verfügbarkeit gehört auch, ob man die Tiere halten kann, in dem Sinne, ob man die Futterpflanzen beschaffen kann. Und wie gesagt, bei Anterina suraca ist das sehr einfach. Kirschlorbeer und Liguster wachsen eigentlich fast überall, auch im Winter. Und das heißt, man hat eigentlich fast immer die Gegebenheiten, um diese Art halten zu können. Sie brauchen sehr wenig Platz. Also es ist wirklich sehr einfach. Daher 10 von 10. Ästhetik. Ich finde natürlich alle Motten super schön und ganz besonders Saturnidae. Also wie kann man diese Tiere einfach nicht schön finden? Und ich finde auch diese Art toll, weil sie so mittelgroß ist. Ich mag diese süße kleine Größe. Ich finde, die Gesichter sind sehr, sehr niedlich. Ich mag auch die Farbe und die Zeichnung. Vor allem das Rosa um die Augen unten finde ich wirklich sehr schön. Trotzdem kann sie natürlich nicht hundertprozentig mithalten mit anderen krassen Saturnidae meiner Meinung nach. Also das ist alles meine sehr, sehr subjektive Meinung. Und ich meine, wenn es nur diese Motte gäbe, dann würde ich sie 10 von 10 werten. Aber im Vergleich mit anderen Saturnidae-Arten würde ich ihr 7 von 10 Punkten geben. Jetzt zu Zähigkeit und Schwierigkeit von Anterina suraca. Ich finde, diese Motten bzw. ihre Raupen sind sehr überlebensfähig. Also wir sind wirklich, ich glaube gar nicht, dass mir überhaupt irgendeine eingegangen ist. Beim letzten Mal, dass ich sie großgezogen habe. Das heißt, sie sind wirklich sehr widerstandsfähig. Es gibt irgendwie keinen großen Ausschuss oder so bei den Raupen. Natürlich kein Drama, wenn mal eine stirbt, das kommt ja vor. Aber ja, die Raupen, würde ich sagen, haben eine ziemlich gute Überlebensquote. Natürlich kann man Pech haben und die Raupen werden krank. Man kann dem vorbeugen, indem man die Raupen möglichst sauber hält, das heißt immer den Kot entfernt und aufpasst, dass genug Belüftung da ist. Solange man auf die Belüftung achtet, ich würde sagen, es ist ziemlich einfach, diese Raupen überleben zu lassen. Kategorie 4 meines Ratings ist Zucht. Ich finde, diese Art lässt sich sehr einfach vermehren. Man muss eigentlich nur die erwachsenen Tiere zusammenhalten und sie finden ihren Weg von ganz alleine. Sie haben eigentlich eine ziemlich große Paarungsbereitschaft und lassen sich, wie gesagt, leicht aufziehen. Von daher ist die Zucht sehr einfach.
Außerdem ist ein großer Vorteil, dass Anterina suraca sich kontinuierlich weiter vermehrt. Das heißt, es gibt nicht nur eine Generation im Jahr und dann müssen sie irgendwie überwintern oder sowas, sondern wenn man sie richtig hält, dann kriegt man eine Generation nach der anderen. Der Zirkel des Lebens wiederholt sich einfach unaufhörlich weiter, also ist die Vermehrung wirklich sehr leicht in dieser Hinsicht. Das Einzige, was vielleicht in dieser Kategorie leichte Abzüge geben könnte, ist, dass es manchmal zu einem etwas unkoordinierten Schlupf kommt. Das heißt, dass Tiere, keine Ahnung, mal eine Woche auseinander oder so aus dem Kokon rauskommen. Das kann blöd sein, wenn man nur geringe Mengen hat, weil man dann vielleicht keine Paarung erreichen kann, wenn Männchen und Weibchen getrennt schlüpfen. Da diese Art ja aus Madagaskar stammt und es für die Motten dort wichtig ist, dass sie in Regenzeiten schlüpfen, sollte man vielleicht gucken, dass man die Kokons einigermaßen warm und feucht hält, also bei ein bisschen Luftfeuchtigkeit, natürlich nicht zu nass. Die Puppen sollten in diesen recht durchlässigen Kokons auch nicht ertrinken können. Aber ab und zu mal einsprühen ist nicht schlecht. Dann ist der Schlupf eigentlich relativ gleichmäßig. Aber ich habe gehört, dass es manchmal dazu kommen kann, dass der Schlupf nicht nach 1-2 Monaten stattfindet, sondern auch mal nach 7 oder so. Da hat man einfach Pech. Aber ich würde sagen, insgesamt ziemlich gut. Von daher gebe ich Anterina suraca für die Zucht 9 von 10. Und die letzte Kategorie ist Händelbarkeit, was ich für Haustiere ziemlich wichtig finde. Denn Haustiere will ich ja nicht einfach nur wegsperren, meiner Meinung nach. Ich interagiere sehr gerne mit denen, auch wenn man das natürlich nicht ständig machen kann. Aber ab und zu möchte ich sie rausnehmen, Leuten zeigen, Fotos damit machen, whatever. Oder Videos in diesem Fall. Und ich muss sagen, dafür eignen sich diese Motten sehr gut. Wie ihr seht, man kann sie wirklich gut auf der Hand halten. Ab und zu wollen sie mal losfliegen, aber es ist nicht dramatisch, dann fängt man sie eben wieder ein. Die Raupen kann man durchaus auch mal auf die Hand nehmen. Sollte man natürlich nicht zu oft machen, weil man nicht möchte, dass die Raupen sich gestört fühlen oder krank werden durch Infektionen, wie Bakterien oder so, also immer mit sauberen Händen. Ich würde die Raupen nicht so viel anfassen, generell bei allen Mottenarten. Aber sie sind zumindest nicht giftig. Das ist also kein Problem für den Menschen. Das heißt, man kann sie auch gut zu Hause halten. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben kann in gesundheitlichen Hinsichten. Und ich finde auch, dass diese Art als Raupe keinen krassen Eigengeruch hat. Sie stinkt nicht oder so. Der einzige Nachteil von Anterina suraca in dieser Kategorie ist vielleicht, dass die Raupen ein bisschen sehr aktiv sind. Das heißt, sie neigen dazu, ab und zu mal auszubrechen. Ich hatte das schon, dass eine L5-Raupe plötzlich auf meinem Sofa war. Und ich dachte, was? Wie ist das passiert? Und sie muss sich irgendwie durch den Netzdeckel gequetscht haben und die sind wirklich sehr lauffreudig manchmal. Von daher, darauf sollte man ein Auge haben. Und in der Kategorie Händelbarkeit 9 von 10. Insgesamt ergibt das eine Wertung von 8,6 Punkten auf meiner Motten als Haustier-Skala. Und ich würde sagen, das ist eine ziemlich gute Bewertung. Ich halte diese Art wirklich für eine gute Art, auch für Anfänger. Und herzlichen Glückwunsch zu deinen 8,6 Punkten. Falls ihr euch jetzt denkt, Motten, oh mein Gott, ja, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich noch weitere Arten vorstelle, erzähle, wie ich sie so halte, wie man sie halten kann. Oder wenn ihr vielleicht schon Mottenhalter seid und mir noch Tipps geben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, denn man lernt ja nie aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video und bis dann.